Sie gehören zum griechischen Sommer wie Strand und Meer, Freiluftkinos und am Sternenhimmel. Eine typisch griechische Kulturinstitution, der in Zeiten von Corona eine ganz neue Bedeutung zukommt. Seit dem 1. Juni dürfen die Kinos wieder Publikum empfangen, aber nur bei maximal 70%iger Auslastung. Alisa Peu, eines der ältesten Freiluftkinos in Athen, existiert seit 1903. Wir freuen uns sehr, wieder öffnen zu dürfen und erwarten unsere Zuschauer. Wir haben alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es fehlt an nichts. Wir beginnen vorsichtig, denn wir wollen, dass die Menschen zurückkehren. Wir haben in den vergangenen Tagen viele Anrufe erhalten. Die Einzelheiten wurden genau erfragt. Deswegen blicken wir zuversichtlich in die nahe Zukunft. Wegen Covid-19 kommen auch hier strikte Distanzierungs- und Hygienemaßnahmen zur Anwendung. 1,5 Meter Mindestabstand, jeder dritte Sitzplatz bleibt leer. Am ersten Tag kamen trotz Corona und unsicherer Wetteraussichten viele treue Kinogänger. Ich glaube, die Corona-Pandemie ist vorbei. Außerdem halten wir uns an alle Regeln. Da gibt es überhaupt kein Problem. Es ist ein offener Raum und wie ich sehe, halten alle den nötigen Abstand. Bei den Indoor-Kinos haben wir Bedenken, deswegen haben wir uns für ein Freiluftkino entschieden. Etwa 35 Freiluftkinos haben in Griechenland den Betrieb wieder aufgenommen. Der erste Schritt in Richtung Normalität nach 2,5 Monaten Schließung. Ab kommenden Donnerstag melden sich 135 weitere Freiluftkinos mit Neuerscheinungen und Filmklassikern zurück.